Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So, wir schauen in den heutigen Item Shop rein. Hier haben wir die rote Ritterin, mega kultiger Skin. Hier, das ist falsch, da ist die rote Ritterin für 2000 V-Bucks mit Kettenhemd, mega geil. Sieht echt kultig aus, da oben auch die glühenden Augen. Das Ding kriegt von mir 10 von 10. Viele machen ja hier diesen Tryhard mit schwarzem Schild hinten und No Skins. Also roter Schild und rote Ritterin für 2000 V-Bucks. Mega kultig, 10 von 10 von mir. Hier haben wir aktuell 4,25 von 5 bei 176 Votes mit 332 Reminders. 2. Dezember 2017 ist das erste Mal drin gewesen. Absoluter Wahnsinn, das Ding. Dann haben wir die Karmesin-Hacke oder auch die Crimson Axe. 7 von 10 von mir. Für das Ding hier 3,68 von 5 bei 25 Votes, 30 Reminders. Für 800 V-Bucks die Crimson Axe. Dann sind wir hier auch schon durch. Dann sind wir beim MC Waffle, unser Lego-Männchen im Playmobil-Style mit dem Playmobil-Bärchen hinten drauf. Little Whip heißt das Ding für 1500 V-Bucks. Total überteuert, finde ich. Aber wem es gefällt, als Klötzchen durch die Gegend zu laufen, der soll von mir aus den Little Whip sich holen. Ich finde ihn nicht so toll. Von mir kriegt er auch nur 3 von 10. Ich finde das Ding, als ich ihn damals erst mal gesehen habe, bin ich im falschen Spiel oder was? 3,07 von 5 bei 29 Votes. 37 Reminders, 17. Februar 2019. Das erste Mal drin gewesen. Haben wir das Wassereis. Ich weiß, ihr fahrt voll drauf ab. Ich hätte das jetzt auch gerne, aber jetzt nicht als Picke, weil da finde ich das Ding jetzt nicht wirklich so schön. Da oben dieser Spritzeffekt ist ganz cool. Trotzdem kann ich da nicht diese Meganoten drauf geben auf das Ding. Und ich gebe da drauf 6 von 10 auf das Wassereis. Hier haben wir 4,44 von 5 bei 9 Votes, 14 Reminders. Jo. Dann haben wir hier diesen mega geilen Waffeleisflieger. Mit den zwei, also erstmal, das ist echt cool hier, auch diese zwei rotierenden Eisbällchen da. Das ist schon echt nice gemacht, auf jeden Fall, wenn man das hier sich anguckt, wie da vorne das Teil abgebissen wird, ja. Mega geil, der Waffeleisflieger kriegt von mir 9 von 10. Ich glaube, die Note hat er von mir auch noch nie bekommen, aber trotzdem, ich find den immer besser, muss ich ehrlich sagen. 4 von 5 bei 11 Votes, 7 Reminders. So, für 800 V-Bucks der Waffeleisflieger. Dann haben wir für 1500 V-Bucks den Tri-Age Trooper. Ja, der ist auf jeden Fall schon mal deutlich viel besser als der MC Waffle. Sieht eigentlich ganz cool aus, das Ding. Und der Tri-Age Trooper kriegt von mir 7 von 10. Und da haben wir momentan, ich glaube, so eine Note hat er auch noch nicht bekommen, aber je beschissener die Skins davor sind, desto besser werden die Noten später bei den anderen. Dann haben wir hier 3,17 von 5 bei 18 Votes. Am 8. September 2018 ist erstmal drin gewesen. 38, wie meint das? Dann haben wir die Lebenserhaltung hier als Picke. Da unten mit dem aufgeblasenen Handschuh dran, dann da oben eine Knochensäge, hier noch ein Infusionsbeutel, keine Ahnung, was die da reinbekommen. Auf jeden Fall, das Teil sieht ziemlich krank aus, muss ich sagen, und kriegt von mir, also wirklich der Hammer, irgendwie, wie das gemacht wurde. Mega geil, das Ding. Kriegt von mir 8 von 10. Lebenserhaltung, wo haben wir es denn? 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 The Flatliner. Oh, da gab es auch damals diesen mega geilen Film Flatliners. Flatliner, 4 von 5 bei 9 Votes, 20 Reminders. Am 8. September 2018 ist das erste Mal drin gewesen. So, dann haben wir den Briesler für 500 V-Bucks. Von 10 für den Berieseler. Hier, oh, das ist das Falsche, das ist ja nicht der. Da ist der Sprinkler, hier der Berieseler, Sprinkler.
3,24 von 5 bei 25 Votes. Von mir kriegt er 7 von 10, 28 Reminders. Erste Mal drin gewesen am 15. Oktober 2020. So, dann haben wir jetzt Snorkel Ops. Kopf über den Kampf. Seltenes Outfit für 1200 V-Bucks. Wer hat Bock, mit einem Schnorchel durch die Gegend zu laufen auf der Map? Ich nicht wirklich. Ich habe das als Kind mal irgendwann ausprobiert. Dann ist mir das ganze Salzwasser da oben reingelaufen. Ich habe die ganze Suppe im Mund gehabt. Und hab danach Schnorchel gehasst und deswegen hasse ich auch den Schnorchel-Ops hier. Also das heißt, hassen finde ich jetzt nicht. Im Gegensatz zum MC Waffel immer noch besser, aber lieber laufe ich mit dem Schnorchel durch die Gegend als ein MC Waffel. Aber das Ding trotzdem jetzt nicht der Oberbringer von mir. 5 von 10 für den Snorkel-Ops. Ich weiß, ihr steht voll auf das Teil. 4,4 von 5 bei 48 Votes. Am 19. Februar 2018 das erste Mal drin gewesen, seit 172 Reminders. So, dann haben wir ausgefallen. In neuen Emotes. 500 V-Bucks. Sieht ein bisschen so aus, als würde er schweben, ne? So besonders der Oberbringer ist das jetzt nicht, aber ist auch nicht so mega schlecht. Also ist irgendwo so zwischendrin, keine Ahnung. Fancyful, der neue Emote. Ein wenig tänzeln bringt den Kreislauf in Schwung. Kriegt von mir, also wenn ich das machen würde, würde mein Kreislauf überhaupt nicht in Schwung kommen. Das Ding kriegt von mir, ich kann es ja gleich mal machen, ich bin sowieso gerade ein bisschen müde, aber egal. Also kriegt von mir der Fancyful 3, das ist ein Schwachsinn. Also normalerweise kriegen die Emotes von mir ja keine richtig schlechten Noten. Der kriegt von mir jetzt auch keine richtig schlechte Note. Ich kriegt aber auch keine super gute Note von mir, kriegt er 7 von 10. Hier haben wir 3 von 5 bei 2 Votes. Also damit bin ich ein bisschen höher als jetzt hier der Durchschnitt da. 2 Reminders, gerade mal das nicht viel. 2 Votes auch nicht viel. Zeigt mir, dass das Ding nicht so gut ankommt hier. Ja. Na gut. Dann haben wir noch zu guter Letzt hier noch diesen Streusel. Der Streusel, stell dir deinen Stil zur Schau. Für 300 V-Bucks. Gucken wir mal ganz kurz in die Modelle rein. Das finde ich sieht eigentlich ganz nice aus. Das finde ich sieht eigentlich ganz gut aus. Das Ding hier in Schwarz kombiniert. Da, ja. Und ja. Ja, Streusel finde ich jetzt nicht so oberbringermäßig, aber auch nicht mega schlecht. Also kriegt von mir 6 von 10 Streusel. Sprinkles hier 3,11 von 5 bei 9 Votes. Jo Leute, dann schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News und ich freue mich auf euch. Macht's gut, bis dann und tschüss.